Servus, grüß euch und damit herzlich willkommen hier zurück auf dem Kanal. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, heute ist es wieder Zeit für eine neue Map-Vorstellung und zwar hier die Campaign of Kronx. Eine Karte, die es schon im 19er gab und jetzt im Mod-Hub erschienen ist. Wir gucken mal kurz rein in die Fakten. Ja. Wir haben jetzt ein Update bekommen. Wir haben jetzt die Version 1.0.0.1. Wie gesagt, etwas länger ist sie schon draußen für PC und Konsolen geeignet und hier von Black Sheep Modding. Ja, wie gesagt, die Karte gab es schon im 19er. Der ein oder andere wird sie kennen. Und ja, gucken wir mal kurz auf die Fakten. Wir haben hier 52 Felder und vier Waldparzellen, die man kaufen kann. Wir haben die Wahl zwischen Getreideanbau, Viehzucht, dem Betrieb des Reitzentrums oder der Forstwirtschaft. Ja, wir haben auch eine kleine Milchproduktion hier auf dem Hof. Da können wir also noch ein bisschen extra Geld erwirtschaften. Und ja, die besten Bauernhofprodukte der Region können wir also herstellen und können davon einen Teil sogar direkt bei uns am Hof verkaufen. Ja, verkaufen können wir auch noch eine ganze andere Menge. Dazu gibt es hier eine ganze Reihe an Verkaufspunkten. Und ja, das gucken wir uns auf jeden Fall dann mal an. Wir haben auf jeden Fall hier auch einiges an Produktionen. Wenn man will, kann man hier auch Apfelbäume scheinbar züchten oder produzieren. Und ja, es gibt Sammlerobjekte. Wasser gibt es hier scheinbar direkt aus dem Bach zu holen. Und ja, wir haben den Standardwachstumskalender hier verbaut. Und ja, der Bereich außerhalb der historischen Karte ist nun zugänglich. So können Sie nach Belieben neue Felder oder Ihren persönlichen Bauernhof anlegen. Heißt das, die Karte war im 19er kleiner? Schreibt zwar gerne runter in die Kommentare. Ich bin gespannt, was es jetzt gibt. Wir gehen direkt rein in die Karte und schauen mal, wo wir rauskommen. Ja, so, wir stehen hier auf jeden Fall, ich würde sagen, vor einem Hof oder sogar dem Hof. Was haben wir hier? Aha, 24 Stunden. Ach, das ist wahrscheinlich hier der Hofladen oder sowas. Bevor wir jetzt hier den Hof erkunden, machen wir kurz hier kurz einen Blick rein. Aha, Fahrzeuge haben wir da. Wollen wir mal kurz gucken, ob hier jemand zu Hause ist. Ah, sehr nice. Wir können ja sogar rein. Auf jeden Fall sehr geschmackvoll eingerichtet. Hat auf jeden Fall was. So, ja, also Fahrzeuge sehen wir hier definitiv auch schon mal. So, hier haben wir scheinbar Käserei. Ja, Molkerei, ja. Also, Hofproduktion. Ah, und hier haben wir so einen kleinen Selbstbedienungsautomaten. Sehr cool. So, da haben wir scheinbar Silo, würde ich sagen. Unterstellmöglichkeiten. Kuhstall, jawohl. Was bist du? Schafe? Ja, Schafe. Ja, nice. Also der erste Eindruck ist auf jeden Fall schon mal sehr gut gestaltet hier. Schon sehr detailliert. Und bevor wir jetzt hier gleich loslegen, werde ich einmal hier kurz in den Flugmodus reinschauen, mir einen kurzen Überblick holen. Ihr könnt es euch natürlich wie immer bequem machen. So, einmal hier den Rundumblick. Im Hintergrund haben wir Berge, hügelige Landschaft auf jeden Fall. So, da ist sehr viel freie Fläche. Felder in unterschiedlichen Größen und Formen.
Hier haben wir auf jeden Fall mal so ein kleines Dorf. Da drüben ist noch eine Kirche, also würde ich sagen, da ist noch ein Dorf oder Stadt. Ja, sehr nice. Gut, dann gucken wir uns jetzt mal die Fahrzeuge an. Da haben wir auf jeden Fall mal den Steier, den haben wir eben schon kurz gesehen. Einen Johnny gibt es genauso. Dann, ja, Mähdrescher auf jeden Fall. Hier für den Kuhstall ein kleines, ja, ihr wisst, was ich meine. Mir fällt das Wort gerade nicht ein. So, dann unser Geländebuggy. Anhänger ist da. Schneidwerk ist da. Flug. Alles hier in relativ kleiner Variante. Grubber, Sämaschine, Düngerstreuer. So, Heckmähwerk haben wir auch. Frontladeranbaugeräte. Ah, für den Kleinen hier. Jawohl. Ja, Transportanhänger ist eh klar. Gemietet haben wir nix. Ihr braucht einen zusätzlichen Mod. Der wird euch aber angezeigt, wenn ihr das erste Mal die Karte startet, wenn ihr den runterladen wollt. So, dann gehen wir mal her. Klicken mal hier so ein bisschen durch. Was wir hier alles löschen können. Das sieht gut aus. Okay, also das meiste hier, was zum Hof gehört, können wir löschen. Falls ihr euch hier neu austoben wollt oder so. Ja, dann gucken wir mal hier rein. Man sieht, wir haben hier auf jeden Fall einiges an zusätzlichen Gebäuden drin, angepasste Gebäude. Überall, wo hier unten drunter Mod steht. Jawohl. Ja, also hier gibt es auf jeden Fall einiges Neues und Angepasstes. So, hier auch. Was haben wir da? Großer Gemüsegarten, kleiner Gemüsegarten, großes Gewächshaus. Okay, nice. Ah, das sind die Apfelbäume. Okay, cool. So, bei den Tieren haben wir auch ein paar Zusatz. Sachen dabei. Dann haben wir hier den Schweinestall, den modernen. Das ist der Zusatzmod. So, wie sieht es hier bei der Deko aus? Ah ja, da haben wir auch ein bisschen was Zusätzliches. Ah ja, das Tor da vorne. Dann hier rundrum diese Steinmauern. So, ah ja, hier haben wir noch so ein paar Deko-Gebäude. Metallregal haben wir auch. Sieht mir aus für so, entweder für Paletten oder halt für Anbaugeräte. So, was haben wir denn an Bodentexturen? Okay, also da haben wir auf jeden Fall auch einiges. So, bei den Bäumen wird es wahrscheinlich nicht anders ausschauen. Ja, da haben wir auch eine schöne Bandbreite. Und hier bei diesem kleineren kurzes Gras, okay. Also da haben wir auch mehr, als was wir so sonst kennen, hätte ich gesagt. Ja, nice. Dann würde ich sagen, wir verschaffen uns den nächsten Überblick, gucken hier auf die Karte. So, dann sehen wir hier mal, das ist, denke ich mal, die Standardgröße. Und dann gucken wir mal, wie weit wir hier raus können. Und ich nehme mal an, dass das hier wahrscheinlich früher mal die Karte an sich selbst gewesen ist. Müsste ich mal nachschauen im LS19, wie das da ausgeschaut hat. Aber wenn es hieß, man kann jetzt den Bereich drumherum auch nutzen, würde ich mal behaupten, dass da erweitert worden ist. Oder in die Richtung halt. Ja, wir sind als neuer Farmer unterwegs. Haben hier auf jeden Fall mal den Bereich vom Hof. Und auch noch hier ein Feld, so wie es ausschaut. Oder ein Bereich. Wie sind die Preise hier?
Nehmen wir mal so ein kleines. Ja, also das ist, denke ich mal, erschwinglich. Und dann gucken wir mal hier hinten den Forst. Ja, gut, der Holz muss teuer sein. Eins, zwei, drei. Und wo ist Nummer 4? Habe ich nicht irgendwas gelesen gehabt von 4 Waldparzellen? Gut, gucken wir uns nachher nochmal zur Not an. Lassen wir uns überraschen. So, den Wachstumskalender. Da haben wir zusätzlich. Haben wir da was Zusätzliches? Gucken wir hier mal kurz rein. Ja, also Luzerne ist auf jeden Fall mit extra. War mir jetzt nicht gerade sicher, aber es ist auf jeden Fall hier in den Gütern mit drin. Das heißt, Luzerne. Was haben wir hier noch? Salat, Melonen, Paletten, Fritten, Apfelsaft, Gebäck, Kletterturm aus Holz, Joghurt. Okay, also da können wir einiges zusätzlich produzieren. Ja, dann Tiere. Da haben wir auf jeden Fall Kuhweide, Kuhstall, Schafstall, was wir eben schon gesehen haben. Feldmissionen sind ebenfalls hier drin. Ja, Produktion, da können wir auf jeden Fall hier die Molkerei am Hof benutzen, um damit dann entsprechend den Hofautomaten zu befüllen. Bringt auf jeden Fall schon mal Geld. Ja, dann auf jeden Fall wie immer einmal kurz alle Farmlands kaufen und dann legen wir mal los. Ich gehe mal hier oben von aus, da haben wir die Kalkproduktion und was haben wir da? Gucken wir mal. Ja, das ist halt mit der Übersetzung immer so eine Sache, aber lag kooperativ. Das nehme ich mal an, wird eine Verkaufsstelle sein. Und dann haben wir hier, wie gesagt, zwei Produktionen. Ah ja, das ist Cereals. Das wird wahrscheinlich irgendwie Müsli-Fabrik oder sowas sein. Gucken wir uns an. So, da vorne fährt ein Dekozug. Okay. Hier haben wir auf jeden Fall eine Waage, finde ich auch immer witzig. So, was haben wir hier? Ah ja, sogar beschrieben. Kooperative Getreidemühle. Okay. So, wie sieht's hier aus? Wir haben eine Ein- und Ausfahrt. Wir haben hier ein bisschen Deko stehen. Wir haben hier unterschiedliche Bodentexturen. Wir haben ein bisschen Grün. Wir haben Sounds. Okay, ob der entsprechend hier so passend dazu passt. Okay, das lassen wir mal im Raum stehen, hätte ich gesagt. So, was steht hier? Ah ja. Einbahnstraße. KI-Verkehr haben wir auch schon gesehen. Dann machen wir uns mal auf in Richtung Sägewerk. So, das ist auf jeden Fall mal ein anderes Sägewerk. Nicht, was wir sonst so standardmäßig kennen. Aha. Ganz miese Nummer hier. 4,20 Meter Höhe. Da ist jetzt die Frage, gibt es da noch einen anderen Weg hin? Also von der Seite. Lass uns mal kurz auf die Karte gucken. Das heißt, von dem Wald dahin zum Sägewerk. Also da dürfte er nicht überladen sein von der Höhe her.
Und sonst müssen wir gucken, vielleicht kann man dann vielleicht so rumfahren. Sehen wir vielleicht später. Aber auch witzig gemacht. So, hier haben wir einmal den Fluss sogar beschrieben. Und dann geht es hier weiter zur Biogasanlage. Auch hier sehe ich auf den ersten Blick sofort wieder ein bisschen Deko rumstehen. Bodentexturen auch unterschiedlich. Bisschen dreckig. Fahrspuren. Also eigentlich immer genau das, was ich so bei manch anderen Karten kritisiere, ist hier schon wirklich umgesetzt. Aber wenn wir fairerweise mal in uns gehen wollen, die meisten werden ja Black Sheep Modding kennen und ja, deren Arbeit steht natürlich für Qualität. Ist jetzt nicht einfach irgendwelches Geschleim oder so, sondern also da weiß man, da steckt eine ganze Menge Arbeit dahinter. Und na, das kann man ruhig auch mal würdigen. Weil ich sag mal, Dankeschön hören die Mapper und Modder natürlich eher selten. Von daher auch an dieser Stelle mal ein Dankeschön. So, hier haben wir dann nochmal ein bisschen Wegweiser, wo man was findet. Ja, und wir begeben uns hier schon mal weiter. So, den Hofbereich haben wir schon abgegrast. Hier haben wir dann noch eine Kuhweide. Da brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht extra drauf eingehen. Gucken uns hier noch mal kurz in der Stadt um. Und da haben wir auf jeden Fall zwei Verkaufsstellen und eine Produktion. Mal gucken, ob wir da was übersetzen können. Ah ja, das ist hier die Bäckerei. Das ist, glaube ich, eindeutig zu erkennen. So, was haben wir hier noch? Okay, das ist hier, wie gesagt, Verkaufsstelle. Ah ja, Taverne, Restaurant, Verkaufsstelle, hätten wir das auch schon mal übersetzt. So, und ich sehe schon, das wird wieder eine etwas längere Vorstellung. Ich hoffe, ihr habt genügend Zeit. So, da unten gibt es noch einen modernen Schweinestall. So. Und hier ist auch ziemlich viel Platz, wenn ich mir das so anschaue. Es ist relativ ebenerdig. Also wenn man will, könnte man hier mit Sicherheit noch ein bisschen was dazu bauen. So, jetzt wollen wir mal gucken. Kommen wir hier in den Wald rein? Jawohl. Und zack, sind wir hier aus der Karte heraus. Oh ja, also hier kann. Oh ja, das gibt eine ganze Menge Gras. Ja, also ich vermute mal, oder ihr könnt es ja mal kurz bestätigen, wenn ich mit der Vermutung richtig liege, dass da früher mal die Kartengrenze war. So, hier haben wir jetzt den Bahnübergang mit dem Dekuzug, den wir eben gesehen haben. So, sogar mit Dorfschild. So, da sehe ich auf jeden Fall mal den Händler. Und wir stehen jetzt hier direkt über dem Tierhändler, auch nicht schlecht. So, gucken wir uns das mal direkt an. Beinverkauf ist, glaube ich, auch klar. Oh, ist der süß. Klein, aber fein, halt wie auf dem Dorf üblich. So, KI-Verkehr, Menschen sind auch da.
Genau, dann haben wir hier Werkstatt und entsprechend dem Händler. So, Tankstelle haben wir da auch noch. So, jetzt gehen wir hier unten weiter. Was haben wir da? Le Pressoir de Chef. Okay. Da war auch noch eine Produktion. Ah, da haben wir noch einen Verkaufsautomaten, so wie bei uns da auch. Also das sind hier einmal Restaurant und Automat als Verkaufsstelle. Und mal schauen, ob wir hier gucken können, was das ist. Okay, das hat hier auf jeden Fall irgendwas mit Wolle zu tun. Ist das die Schneiderei? Schwierig, schwierig, schwierig. Ah. Ist das hier die eine Traubenverarbeitung oder irgendwas? Das könnte hinkommen. So, das Restaurant ist klar. So, selbst hier, seht euch mal den Friedhof an. Gut, man hätte jetzt auch hier so ein bisschen so Abtrennung oder sowas reinmachen können. Aber trotzdem, auch so ist das schon echt nice gemacht, so mit der Einzäunung. Hat irgendwas. So, der Stadtplatz, Post, okay. Was haben wir hier? Ah, da haben wir Apfelbäume. Und das dürfte hier dann entsprechend der Reiterhof sein oder sowas. Ja, aber das Reitzentrum haben sie es, glaube ich, genannt. Genau. Pferdeboxen, jawohl. Das sind die Apfelbäume, haben wir auch gesehen. Und ein zusätzliches Farmhaus. Okay. Was haben wir hier? Achso, das ist nur der Mais, alles klar. So, jetzt gucken wir mal, ob wir nichts vergessen haben. Nö. Also das hier, ich glaube, so vom Groben und Ganzen dürften wir einmal alles gesehen haben. So, jetzt bin ich nochmal gespannt. Wobei gespannt bin ich eigentlich nicht. Wir gucken nochmal einmal hier in die Lok rein. Es würde mich allerdings überraschen, wenn wir dort irgendwas finden sollten. Ja, das sieht doch schon soweit echt gut aus. Und wenn ich mir das so anschaue hier. Oh, was haben wir da? Da haben wir Warning. Okay, Mesh Beetroot. Aha. Hat das eventuell irgendwas damit zu tun? Muss ich mal eben gucken. Vielleicht kann es mir jemand reinschreiben, was das zu bedeuten hat. Ob es eventuell an dem DLC liegt oder an irgendwas anderem. Jo, aber der Rest schaut mir hier definitiv sauber aus. Okay, also da haben wir auf jeden Fall was an Warnings gehabt. Müsste man mal nachschauen, woran das liegt. Ihr könnt es ja, wie gesagt, gerne mal reinschreiben. Und ja, damit sind wir auch schon wieder am Ende angekommen hier mit der Vorstellung. Es würde mich freuen, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr dann ein Däumchen da lasst. Und falls noch nicht geschehen, ein Abo kostet euch auch nichts. Aber YouTube freut sich und ich mich natürlich auch. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ich bin raus und ciao, ciao.